Eine V200 in Gelb hat es nie gegeben. Diese hier gehört der Eisenbahngesellschaft Potsdam und wird intern Biene Maja genannt. In Stassfurt-Ludwig hat sie mit einem Kieswagenzug Ausfahrt. Die von Krauss-Maffei gebaute und 1963 bei der Bundesbahn in Dienst gestellte V200.1 hat eine bewegte Geschichte hinter sich. Nach nur 24 Jahren Dienstzeit wird sie im BW Oberhausen-Osterfeld-Süd ausgemustert und wenig später mit 20 Schwestern nach Griechenland verkauft. Als OSE 412 steht sie rund 10 Jahre lang bei der griechischen Staatsbahn im Dienst. Durchfahrt in Förderstedt. Die V200 hat einen besonderen Mythos. 1953 sind die ersten gefahren, zunächst mit 2x1000 PS. In der Serie ab V200-006 dann mit 2x1100 PS. Einige sind bis heute erhalten geblieben. So auch V200-007, die heute zum Verein Historische Eisenbahnfahrzeuge Lübeck gehört. Mit einem Sonderzug verlässt sie Anfang der 90er Jahre den Bahnhof Zoo in Berlin. Eine V200 im ehemaligen West-Berlin ist kurz nach der Wende eine Sensation gewesen. Ausfahrt in Berlin-Wannsee. Die 007 gehört zu den ersten 20 Serienmaschinen, die ab 1956 von MAK in Kiel gebaut wurden. Markant ist die erhabene Aufschrift Deutsche Bundesbahn an den Seiten, die bis zur Einführung des DB-Emblems so zu sehen war.
Auch die Museumslok der Hamer Eisenbahnfreunde V200-033 trägt noch die Bundesbahnaufschrift. Die 033 fährt noch mit den Original-Maybach-Motoren von 1956. Diese V200 gehört zu den 61 von Krauss Maffei in München gebauten Lokomotiven. Zusammen mit den Vorserienmaschinen sind es bis 1959 insgesamt 86 V200.0 geworden. Eine Plandampferanstaltung zwischen Heilbronn und Neckargemünd hat die V200 als Zusatzlok wieder zu Planzug-Ehren gebracht. Halt in Meckesheim.